Bude. Im letzten Video bzw. in der Kanalvorstellung, im Kanal Update habe ich gesagt, es gibt ein Video, wo ich euch erzähle, warum ich TSG-Fan bin. Weil dann doch immer viele Leute auch in Twitch-Chat kommen und reinschreiben, du Arschloch, warum bist du TSG-Fan? Scheißclub macht Fußball kaputt. Ihr habt so viel Geld, ohne das Geld werdet ihr gar nicht in der Bundesliga. Ja, mein Gott, dann ist es so, dann wären wir ohne das Geld nicht in der Bundesliga. Er kennt neidlos an, dass Hopp in seinem Leben einiges richtig gemacht hat. Hopp war der Gründer oder Mitbegründer von SAP in den 70er Jahren und hat dieses Unternehmen aufgebaut und hat heute einen Milliardenumsatz gemacht, weil er die IT-Technik früher erkannt hat. Und damit hat er meiner Meinung nach alles richtig gemacht. Und letzten Endes ist es dann doch egal, was er mit seinem Geld anfängt. Und man muss auch sehen, dass man das Geld, was man von einem Mäzen, Investor oder sonst irgendjemandem, der da dem Verein Geld gibt, auch gut anlegt. Weil wie man es nicht gut anlegt, das ist jetzt so no front, no hate, aber das siehst du bei Hertha BSC. Hoffenheim, ja, ist Geld da, aber Hopp steckt seit 2016 kein Geld mehr in diesen Verein. Der Verein steht seit 2016 auf eigenen Füßen und macht einen der besten Umsätze in Deutschland. Das muss man auch wieder sehen. Dass man quasi ein Startkapital hatte, aber ein Startkapital hat, bitteschön, das hat jeder. Warum bin ich ein TSG-Fan geworden? Ich finde einfach, die Atmosphäre im Stadion in Hoffenheim ist einfach überragend. Ich finde es einfach bewundernswert, wie du da ins Stadion gehen kannst. Ich saß nämlich, als Darmstadt dort gespielt hat, saß ich da irgendwie. Ich bin auch ein Darmstadt-Fan nebenbei, ich komme hier aus der Gegend rund um Darmstadt. Da saß man im Stadion, nebendran ein paar Hoffenheimer, ich saß dann im Darmstadt-Trikot, Bayern-Mütze auch damals noch, weil früher war ich Bayern-Fan und dann hinter mir gelassen, es war auch nicht mehr so, dass, haben wir irgendwie auch nicht mehr so behagt, da habe ich mich eher auf Hoffenheim und Darmstadt fokussiert und dann saß neben mir ein Hoffenheimer oder Hoffenheimer mit seiner Tochter, meine ich, und dann als Darmstadt einen Schuss hatte, merke an, erste Halbzeit gar keinen Schuss, zweite Halbzeit nochmal einen Schuss, dann bin ich aufgesprungen, habe mich gefreut, dass wir endlich mal einen Schuss hatten. Und, weil wir saßen auf der Gegend, gerade meine Eltern so haben so ein bisschen rübergeguckt und gefragt, ist das okay für sie? Also, ja, ja, wir haben hier nichts dagegen. So, ich finde es einfach schön. Du kannst eigentlich mit jedem Trikot, okay, außer wahrscheinlich mit Stuttgart, jetzt Hoffenheim steilen und gehen. Dir sagt niemand irgendwas. Es ist einfach familiäre Atmosphäre dort. Ich finde das einfach schön, deswegen, das ist ein Grund. Dann zweiter Grund, Nachwuchsarbeit. Spieler günstig einkaufen und teuer verkaufen. Das ist das, was jeder FIFA Ultimate Team wünscht. Um es jetzt so auszudrücken, Trading. Aber man muss die Entwicklungsschritte sehen bei Hoffenheim. Du kommst dahin und spielst wahrscheinlich gleich Bundesliga oder gehst erst in die zweite Mannschaft. Zeigst dem Trainer, dass du was kannst und dann gehst du direkt nach oben in die erste Mannschaft, kriegst Chancen, wirst gleichberechtigt quasi und kannst Hoffenheim als Sprungbrett nehmen, um dich quasi nochmal neu zu entwickeln. Beispielsweise Demir bei, er war in Hamburg und ich fand ihn in Hamburg nie wirklich gut, in Hoffenheim Führungsspieler gewesen, jetzt für, glaube ich, 30 Millionen nach Leverkusen gegangen vor einem Jahr. Das sind die Leute, die geholt werden, teuer verkauft werden. Ich schätze einfach diese Nachwuchsarbeit. Ich schätze das, was Ralf Rangnick 2007, 2008 um den Dreh aufgebaut hat. Klar, mit Geld von Hopp, aber man muss es erstmal hinbekommen, sowas aufzustellen. Dann Spielweise. Hoffenheim, erste Bundesliga-Saison, Herbstmeister. Klopp hat gesagt, ich möchte diese Spielweise von der TSG mitnehmen. Ich möchte sie auch weiter voranbringen, weil seine Dortmunder in der Hinrunde in Hoffenheim verloren haben. 4-1 war es eigentlich. Und dann hat er gesagt, ich möchte es gerne mitnehmen. Das zeigt dann auch wieder Hoffenheims Spielweise. Es war attraktiver Fußball, gut, was jetzt im Moment ist. Aber auch wegen des Fußballs bin ich Hoffenheim-Fan, weil ich einfach diesen schnellen Angriffsfußball mag. Nicht groß hinten rumplänkeln, langen Ballstand, nein, auch mal Kombinationsspiel spielen. Sollte auch gegen sein, deswegen. Meine drei Punkte, warum ich Hoffenheim-Fan bin, ist Atmosphäre im Stadion, einfach dieses Familiäre, dann die Nachwuchsarbeit und der Fußball, der gespielt wird. Danke fürs Zuschauen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.